So, dann sollte ich mal aufhören mit Blättern verteilen. Ich kenne die doch auch. Jetzt ist es hier. Inventar. Mal rausziehen. Sollte ich mal anfangen, den Innenraum zu bauen? Ach, das habe ich auf der die Kiste oben auf dem Berg dieses Jahr. Es wird hier langsam düster. Ich liege schon im Bett, ich warte nur. Ja, ah, ich okay. auch. Ja, ich bin gerade hochgekrabbelt. Und runter mit Deshalb mir. sollte man immer ein Bett dabei haben. Ich habe hier eine Hütte und ein Bett. So, sehr schön. Mit der Sonnenbrille auf dem Kopf sehe ich da, sehe ich nachts hier ein bisschen. Ist ja relativ dunkel. Nichts. Mein Shader, den ich hier gerade anhabe, in Real Life, mein Real Life Shader, ist ein bisschen. Schwierig. So komme ich genau. Entweder Seppi schaut den Stream jetzt zu, oder wir haben tatsächlich einen Zuschauer im Stream. Nee, das bin ich. Ach so, Also ich habe doch das vorhin durch. gesagt, ich habe den Stream offen, weil Ach du nicht auf den so. Chat eingehst. Tja, auf welchen Chat? Auf den! Ist hier keiner. Ist keiner da. Potenziell könnte jemand kommen. Ja. Immer auf alle Eventualitäten vorbereitet sind. Und ich habe den Chat ja offen. Wenn ich Innenraum baue, dann habe ich die Anleitung offen. Das ist selbst da. Ja. Jetzt habe ich das Zeug aus der Truhe mitgenommen für den Innenraum. Ist natürlich jetzt nicht berücksichtigt worden, dass die das. Ja, okay. Werde ich wahrscheinlich erstmal Sandstein holen. Den Innenraum mit Sandstein ausbauen. Ist, glaube ich, keine schlechte Idee. Da muss ich erstmal Sand holen gehen. Weil, so wie der es in der Anleitung gemacht hat, sieht das hübsch aus, finde ich. Also eine Steinboden, Holzdecke und Sandstein. Sandsteinwand. Mich trage ich jetzt mal den ganzen Sand hier ab. Ah, taucht. Den wir hier im Sumpf haben, den Sumpfsand. Ich hoffe, es ist nicht da, der mir hier Seeds wieder reinwerfen kann. Ich bin gefangen im Sumpf. Und wieder? Hast du dich wieder verirrt? Nö, ich war gerade von Schlingpflanzen gefangen. Ich dachte schon. Bin noch keinen Meter aus dem Dorf rausgegangen. Das sagt nichts. Stimmt auch wieder. Okay. Oh, das Tauchen ist auch schwierig Da ist hier. die Spinne. Müssen wir diesen Sumpf trockenlegen hier. Da wäre ich dagegen. Ich finde den so schön. Naturschutz und so. Und wir den Sumpf trockenlegen. Definitiv. Muss nur herausfinden, wie es geht. Fäden, wirklich. Schade. Wenn auch, wenn ich mit meinem Haus fertig bin, ist das nächste Projekt. Wenn ich mit der Hobbit-Höhle fertig bin, werde ich mal eine schöne große Mauer ums Dorf bauen. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen, außer du. Nee, ja. ja. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen.
zu errichten. Wen willst du fernhalten? Die Oguyana zum Beispiel. Hm. Und andere Monster. Die werden zwar trotzdem reinkommen, aber das ist natürlich. Ja, das würde leuchtet sein, ne? Alles aus und dafür brauchen wir Straßenlaternen. Sehr viele, weil Fackeln sehen scheiße aus. Also eine Dorfmauer, dass dann so ein bisschen das Dorf begrenzt, wäre auch gar nichts Falsches. Eine Mauerbauaktion ist sowieso nichts Verkehrtes. Kann man hier schon mal. Berg. Ich brauche vorne ein Tor, hinten ein Tor, dann bin ich zufrieden. Kann man schon mal Ideen sammeln für die Praxis, wie es dann nach der Machtergreifung aussehen soll. Hier schon mal so ein paar Praxisideen. Ein paar Entwürfe hier in Minecraft. Also hatten die Leute doch recht mit Minecraft-Hitler. Nö. Nur Zukunftsplanung, parteiinterne Zukunftsplanung. Betroffenes Schweigen. Ja, ich war kurz muted, weil mein Kater sitzt gerade auf meinem Bauch und hält sich da ein bisschen rein, weil er es gemütlich findet. Hm. Da kannst du jetzt nicht aufstehen, das ist dann nur in der Karte, die auf dem Schoß sitzt. Du musst jetzt bis Mitternacht spielen. Also ich kann. Also du meinst die regulären Aufnahmezeiten mitmachen? Seppi hat ja schon gesagt, dass ab 22 Uhr eigentlich weg muss. Ja, 22 Uhr, je nachdem wann die Person mich anruft. Ja, dann haust du einfach ab, das ist machen wir ohne dich weiter. Wenn auch schon eine Folge in der Prof dann einfach abgehauen ist. Ich will mir halt für solche Sachen eigentlich immer mehr Zeit nehmen. Ja. Dann kommen immer so Dinge dazwischen, dann ist das so. Mach so, wie du Zeit hast. Ja. Hier ist auch eine Idee, die ich ziehen könnte, aber es ist das noch meine Playlist, die da läuft im Hintergrund? Ich glaube ja schon. Wieso, hörst du wieder was Japanisches? Nee, das ist Kirby. Das hat sich gerade ein bisschen seltsam angehört. Basically ist es immer noch japanisch, ne? Also. Es hat sich gerade nicht copyright-free angehört. Aber tatsächlich dieses Kirby. Ist ja auch nur zu 99%. Das ist halt dieser 1%, der halt nicht copyright-free ist, ne? Ja, dieser 1%, der Nintendo ist. Aber Kirby ist copyright-free nicht, aber stream-sicher. Mhm. Ja, copyright-free ist hier das wenigste in der Playlist. Aber stream-sicher. Dass du nicht für geclaimt wirst. Aber passt seltsamerweise gerade. Wenn ich jetzt eine Timelapse reinmachen würde hier zum Sand abbauen, passt die Musik. Das ist halt auch Minecraft, das gehört dann mit dazu, das ist halt minutenlanges Sand abbauen. Du hast dich vertan, Stunden. Es sind Stunden. Naja, ich werde hier gleich aufhören. Also mit Effizienz 5 sieht das dann ganz anders aus, ne? Wir haben letzte Folge gerade so ein Netherportal hingekriegt. Also. Wow. Wir könnten ja froh sein, dass ihr mich habt. Was heißt gerade so? Weil ich habe auf einen anderen Server in der Bibliothek erstellt, wo man sich jede Verzauberung holen kann. Ah, okay. Da kann ja der Seppi noch wertvoll sein für das Team. Nein, überhaupt nicht. Okay. Kann auch ein wertvolles Teammitglied werden. Maybe not. Ja, und der Prof ist, haben wir das schon gesagt, Prof ist wieder nicht da. Ja, das hatten wir schon gesagt. Ich habe auch schon gesagt, Prof. Ja. Der ist auf einer Convention. Jetzt tun, ist wichtig. Ich weiß zwar nicht, welche Convention jetzt schon erlaubt ist, welche Convention jetzt schon stattfindet, aber von mir aus. Er ist auf der Gamescom wahrscheinlich. Ne, Gamescom findet im August statt und findet dieses Jahr wieder online statt. Haben sie schon verkündet. Mhm. Die wird wieder online stattfinden. Fehlt der Schwerkraft zum Opfer. Aha. Ja, war absichtlich, ich habe nur ein halbes Herz.
Aber es von bei mir stand da immer, also in meinem Minecraft Switch Edition stand da immer drin, viel von zu höher, großer höher. Oder was? Oh, ich rote Beete dabei. Vielleicht weil du rote Beete auf deinem Feld angebaut hast. Ja, aber warum habe ich das dabei? Weil du es geerntet hast. Habe ich nicht. Tja. Letzte Aufnahme ist einfach schon ein bisschen her, würde ich sagen. Hast du rote Beete von mir geklaut? Das ist möglich. Und was ist die Karte hier? Ach, das war die Karte. Okay. So, jetzt habe ich 264er Stacks Sand. Das muss ja mal reichen. Jetzt brauche ich nur einen Ofen. Oder was? Nee, ich will Sandstein machen. Das war nicht mit Ofen, oder? Wie war das? Das war mit Werkbank, oder? Also man kann es über Werkbank und mit einem Schleifstein machen. Obwohl, was willst du machen? Sandstein. Den normalen, ja, das ist über Werkbank. Geschnittener Sandstein? Nee, das wird, oder? Geschnittener Sandstein. Nee, Sandstein, halt, normaler Sandstein wollte ich haben. Ja. Den hier. Das Rezept ist 4x Sand. Okay, das kriegen wir hin. Erstmal hier alles vollfüllen. Das wird jetzt auch mega langweilig. Falsch platziert. Jede Menge Sandstein. Ja, ein Viertel halt von dem, was ich an Sand habe. Logischerweise. Ja, das klingt sinnvoll. Und die Musik ist in der Playlist ist gerade relativ nervig. Es ist dann so wie der SpongeBob, oder? Nee, irgendwas Basics. Wie der Kirby, das ist. Ich mach's mal allgemein ein bisschen leiser. Keine Panik, das werde ich auch nachher vergessen rauszuschneiden. Ja. Wie beim letzten Mal. In den letzten Parts. Also wenn ich die Playlist öffne, ist das meistens noch in den Parts mit drin, weil ich das immer vergesse, einfach rauszuschneiden. Fällt mir dann immer erst danach raus und dann auf und dann habe ich keinen Bock, das nochmal zu schneiden. Was soll, es ist ja nichts Gefährliches, was man da sieht. Es ist nur die Playlist. Eventuell noch Mordis privaten Discord-Chat. Wir schreiben uns auch nicht so viel Intimes. Nein, das ist aber schade. Zumindest nicht in letzter Zeit. Und hier wird es wieder langsam warm und heizt sich wieder auf hier bei mir an der Bude. Was für eine Bullenhitze, das war die letzten Tage. Es war eigentlich nur Regenwetter und plötzlich so Busch. Also bei mir war es wirklich, das heizt sich bei mir auch im Zimmer mal auf, wie in einem Backofen. Und während der Aufnahme kannst du den Ventilator auch nicht anmachen. Ich habe hier einen Ventilator auf dem Tisch zu stehen. Und wenn ich den anmache, dann hört sich das dementsprechend an. Na, mein Mikrofon ist halt in Reichweite vom Ventilator und dann pustet es halt alle 2 Sekunden mal ins Mikrofon rein. Du hast da jetzt immer zwischendrin. Also ein schönes hast halt. Und das geht halt für die Aufnahme nicht. Also muss ich halt mal. Muss ich im Stream mal aushalten. Dann müssen wir halt nach 2 Stunden mal eine Pause machen. Habe ich ja sowieso vor. Nicht das Trinken vergessen. Stay hydrated. Ja, das ist auch keine schlechte Idee. Müssen wir gerade mal machen. So 32 Sandstein. Ist sehr ernüchternd. Aus 264er Stacks 32 Sandstein. Ja. Ja, musst du überlegen. 128 geht halt durch. Zombie. Oha. Können wir mal gerade schlafen gehen? Ja, ich bin auf dem Weg zum Bett. Ich war ganz schön weit weg. Und ich trinke gerade mal einen Schluck. Mach das.
Ist es zumindest Alkohol? Natürlich nicht. Dafür sind noch nicht spät genug. Ich liege schon im Bett. Alles nach 4 Uhr früh ist spät genug. Oh, naja, irgendwo auf der Welt ist immer 4 Uhr, ne? Ja. Niemals trinken vor 4. Das heißt, kein Bier vor 4. Kein Bier vor 4. Aber es ist immer 4. Ein Bier vor 4 und der kleine Hannes dann sagt, ich bin schon 4, Mama. Ist noch nicht vor, ist noch nicht 4 Uhr morgens. Okay, Kinder, 4 Uhr morgens. Könnte man jetzt mal in ein Bettchen hüpfen? Ich bin schon. Das ist der Sepp, Wer liegt noch nicht im Bett? Deshalb hat man immer ein Bett dabei. Wer liegt gerade im Bett? Ich bin schon im Bett. Ich auch. Immer noch ich. Fehlt, aber ich bin gleich da in meinem Bett. Bin schon auf meinem Bär. Ja, der mal wieder. So. Sehr schön. Jetzt kann es mir ja relativ egal sein, weil ich den Innenraum ausbauen werde. So, einfach Wand aus Sandstein. Und der Ersteller hat, also der Ersteller von der von vom Tutorial hat hier ein bisschen, wie es aussieht, hat er hier noch ein bisschen Sand mit reingetan. Nicht nur Sandstein, sondern auch Sand. Aber okay. Aha. So machst du das. Dann werde ich das mal in dem Fall mal nachbauen. Eine Spitzhacke bräuchte ich mal dafür. Kennt ihr eine? Ich habe doch bestimmt eine oben bei mir im Holzhaus. Mein ehemaliges Dirthaus. Ich wusste übrigens nicht, dass Beton kaputt geht, wenn er aus zu großer Höhe auf einen Knopf fällt. Aha. Das wusste ich auch noch nicht. Naja, ist halt kein voller Block und deswegen kann er den nicht setzen. Jetzt wissen wir es. Ich weiß, dass das ein oben drüber geht schon, aber wenn du den halt auf einen Block fallen lässt. Ja, eben, weil mein Fallen ist das halt was anderes. Also ich weiß, dass Trockenbeton einfach runterfällt, wenn man es oben dran baut. Muss erst nass werden, muss erst. Ja, ich baue ja hier mit Trockenbeton. Trockenbeton fällt wie Sand zu Boden. Ich habe keine Spitzhacke, da muss ich erstmal eine machen. Erstmal aus Stein, das ist ja wirklich. Nur ein bisschen Wand einreißen. Nein, nicht im Ofen. Ich habe nur noch keine Sticks dabei. Wo sind meine Sticks? Da sind meine Sticks. So, Spitzhacke. Ja, da ist er. Sehr schön. Machen wir gleich zwei. Falls ich doch noch ein bisschen mehr bauen muss. Ich habe ein Seerosenblatt im Inventar. Sehr schön. Braucht jemand ein Seerosenblatt? Wofür ist das gut? Ich hab genug. Eco. Wofür ist ein Seerosenblatt gut? Eco. Man kann es ja nirgendwo platzieren. Auf dem Wasser. Okay. Ach, dann weiß ich, woher ich das her habe. Aus dem Sumpf. Vom Wasser nehme ich an. Auf dem Sumpf, davon gehe ich aus. So, ich brauchte noch Kies. So, hier, die Wand muss weg. Die Mauer muss weg. Wolltest du nicht vorher noch eine bauen? Entscheid dich mal. Ja. Oh, dann war nur mein sächsischer Anfall. Die Mauer ist schlecht. Also, als jemand, der hier in Sachsen wohnt, kann ich schon sagen, ist der Sachsen da. Ach, also noch einer. Ja, also. Und wir Sachsen. Wollt eigentlich nicht lang hier wohnen, ne? Jetzt wohne ich seit fast 2 Jahren. Ja, war bei mir auch nicht geplant, aber dann die Ausbildung.
Und dann halt eine Stelle in Leipzig, eine Ausbildungsstelle in Leipzig gekriegt und dann ist das halt dann, ja, bin ich halt nach Leipzig gezogen. War nicht Universal geplant. Coroni. Nicht das schlimme C-Wort nennen. Nicht vor den Kindern. So, sehr schön. Die Fackeln werden dann durch hübschere Laternen ersetzt. Momentan brauche ich sie noch, damit sie nicht stockduster ist. Ja, definitiv mit Tabi hochbauen müssen. Aber ich habe ganz viele Bärenbücher. Bärenbüsche. Ja, Bären. Ich Pass habe auf, dass die Bärenbücher sich, gefunden. pass auf, dass die dich nicht angreifen. Bären, nee. Nee. Die Bärenkatapult. Art Bärenkatapult. Was? Nehmen sie jetzt awesome. Tja, Jan Philipp Zimny. Ja, genialer Mann. Der Prof, der ist ein großer Fan davon. Cool, Kohle machen. Und da Und endet mein Haus sammeln. auch. Den Sand baue ich. Ich bin noch gerade hoffnungslos dämlich. Na? Gerade Sand mit der Spitzhacke abgebaut und da und dann danach Stein mit der Hand. Kann man machen, aber empfehlenswert ist es auch nicht, ne? Ja. Wie sieht denn das jetzt von außen aus, wenn ich da jetzt Sandstein Auf reinbastle? einen schwarzen Farbstoff. Muss dann von außen vielleicht noch was gegenbauen. So. Verdammt. Kann es sein, dass Sandstein zerbricht, wenn man abbaut? Eigentlich nicht. Womit hast du den abgebauten Sandstein? Steinspitzhacke. Eigentlich müsste er normal droppen. Es sieht jetzt natürlich blöd aus von außen. Das ist. Ist er vielleicht in deinem Inventar gelandet, ohne dass du es gemerkt hast? Kann sein. Was machen wir denn jetzt daraus? Steinwand Ein sieht es Haus, würde ich natürlich. sagen. Steinwand sieht es natürlich von außen nicht, wie sie soll. Muss eventuell noch eine Schicht nach innen. Eventuell das auf der anderen Seite genauso machen. Geht's vielleicht? Nee, das sieht trotzdem nicht so aus, wie es soll. Das muss weg, das muss weg. Alles weg. So, da muss noch Erde dran. Da müssen wir hier ein bisschen dreidimensionell bauen. Muss Erde sein. Muss er den Erdboden gleich gemacht werden. Ich finde da schon einen schönen Weg. Ein bisschen eigene Kreativität ist auch nichts Falsches. Was? In Minecraft? Nicht, dass das noch jemand hört. Fertig, was? Tja.
Zuschauer werden enttäuscht sein. Ja, baust einfach selbst was ohne Anleitung. Also, es geht doch nicht. Ja, so sieht das Männertuch aus, so soll es. Muss ich hier innen ein bisschen für ein bisschen künstlerisch werden. Ist es Kunst oder kann es weg? Ich würde eher sagen, kann weg, aber kann man verschieden sehen. Okay, der Sandstein ist jetzt eindeutig zerbrochen, zerkrümmelt. Das ist komisch. Auch in wie deine Brille. Ist die kaputt oder was? Meine Brille ist mir vorhin förmlich in der Hand zerkrümelt. Ja. Wie auch immer das möglich ist. Ich verstehe es auch nicht, aber. Ja, je macht euch schon. Ich habe so vorhin mit Alleskleber geklebt, die liegt jetzt da noch ein bisschen rum. Ich habe mich noch nicht getraut, die zu bewegen. Wollte, dass die noch ein bisschen trocknet, aber. Doch, ja. Die klebt jetzt an deinem Tisch. An der Unterlage vielleicht. Muss mit der Unterlage im Gesicht legen. Werden wir mal sehen. Gerade trage ich meine Sonnenbrille, die hat zum Glück habe ich eine Sonnenbrille dabei gehabt. Sonnenbrille mit Sehstärke. Hurra, auf diese Anschaffung. Das war mal eine sinnvolle Anschaffung. Zum Glück hatte ich noch ein bisschen Alleskleber bei mir drin. Jetzt muss der Vergangenheitszwerge dafür danken. Danke, Vergangenheitszwerge, dass du diese Brille gekauft hast. Ganz genau. Und der Alleskleber war auch eine kluge Anschaffung. War eigentlich für was anderes gedacht, aber ich werde eh nie dazu kommen, das ist. Ah, du wolltest das was bauen. Ich seit 3 Jahren, also seit ich in die Wohnung eingezogen bin, liegt das hier da rum. Da wollte ich die ein Ikea-Regal. Nee, diese Schaumstoffmatte, diese Noppenmatte, diese. Die wollte ich mir auf eine Plexiglasscheibe draufkleben und dann an der Wand hängen dort mit Nägeln und so weiter, damit ich das nicht an die Wand kleben muss, damit das wieder abgeht, weil sonst kriege ich Ärger vom Vermieter und so und. Meinst du Akustik-Schaumstoffzeug oder was? Ja, Akustik-Dings. Da steht bei mir seit Jahren, die Plexiglasscheibe steht. Aber ich bin zu unfähig. Die Plexiglasscheibe steht neben dem Tisch und der Schaumstoff, der steht hinterm Bildschirm. Also ein bisschen funktioniert es, aber es würde halt besser funktionieren, wenn es drüber hängen würde. Ich bin zu voll, das Ding mal endlich anzugehen. Dann müsste ich irgendwie mal langsam. Ja. Ich weiß auch nicht. Meine Faulheit. Jetzt kommt keiner mehr rein. Hast du die Mauer gebaut oder was? Ich habe gerade ein bisschen was. Hab meine Tür zugebaut. Ja. Ich höre Zombies. Ja, das ist normal. Die sind da irgendwo. Weil sie so denken, ja, gib uns ein Ikea-Regal. Im Ernst? Das war mein letztes Sandstein? Das ist. Okay, ich brauch viel mehr Sandstein. Viel, viel mehr. Okay. Um einiges mehr. Okay, wollen wir gerade mal schlafen gehen, mal wieder. Die ist mordlustig. Ja, schon. Ins Bettchen. Ins Bettchen. Gehe ich mal ins Schlafenszeit. Schlafenszeit. Oh, das Gewitter hat aufgehört. Klingt zumindest so. Bei mir fängt es wahrscheinlich dann entsprechend gleich an. Ja, könnte sein. Spaß. Hier wird gerade ein Zombie geprügelt. Oh ne, der verbrennt gerade. Der wird nicht geprügelt, aber das kriegt denselben Sound, wie wenn er geprügelt würde. Ja, weil er Schaden kriegt. Ja.
dachte gerade, Sebel steht bei mir neben der Hütte und prügelt ein Zombie. Skelett. Nee, heute nicht. Die Säcke. Stirb! Warum verbrennt der Zombie das Skelett nicht? Verbrennt Skelette nicht in der Sonne? Oh. Scheinbar nicht. Ich sterbe. Sehr schön. Mein Zeug.